Viel zu lange waren wir nicht angeln und viel zu lange kam kein aktuelles Video. Ein Grund mehr, endlich mal wieder ein aktuelles Video zu drehen. Und zwar wollen wir im Winter fiedern. Und wenn ich sage wir, meine ich den Benedikt. Servus. Und mich. Ich wurde jetzt hier eingeladen vom Benedikt an schönes Gewässer, um endlich mal zu fiedern. Es ist richtig kalt. Wir haben gerade 3 Grad Außentemperatur. Deswegen will ich das Ganze mit Ende November schon als Winter anstempeln. Jetzt sind wir, wie gesagt, dabei zu fiedern. Und mit was zu fischen können wir denn heute rechnen? Ja, wir haben hier einen relativ guten Bestand von Karpfen drin, mit 2 bis 5 Kilo und ein paar größere. Wir haben Schleien drin, wir haben ein paar Giebel, schöne große Rotaugen, Rotfedern. Wahnsinn, also das ist auch wieder eine richtig faszinierende Sache beim Fiedern. Wir haben so viele Fische, die wir mit unseren Ködern ansprechen. Und jetzt will ich auch nicht weiter schnacken. Wir tun jetzt uns mal aufs Angeln konzentrieren und schauen mal, bis das erste Mal unsere Rute anfängt zu vibrieren. Die Fische haben leider unseren Platz noch nicht gefunden, aber die Enten, wie man sieht, und immer wenn wir was reinschmeißen, Futter oder aber neu auswerfen, eskalieren die komplett, tauchen runter und holen sie aus Futter hoch. Also ich habe noch nie gesehen, dass Enten nach Futter tauchen. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Fische noch unsere Plätze finden. Wir haben einen im flachen und einen im tiefen, weil das Wasser schon sehr kalt geworden ist. Das ist nicht ganz das beste Wetter dafür. So, wir hatten gerade den ersten Biss. Und da kommt doch schon der Fisch. Scheint ein Rotauge zu sein. Wow. Mega. Fiedern ist das doch eine richtig coole Angelei. Ich habe hier noch einen Method-Fiederkorb dran. Und wieso ich den dran habe, erzähle ich euch gleich. Aber sehr, sehr schön, was geklappt hat. Wahnsinn. Richtig, richtig schöner Fisch. Unglaublich tolle Flossen. Stellt er jetzt gerade richtig schön. Klasse. So, der erste Fisch hat unseren Platz gefunden. Noch ganz kurz, wieso fische ich im Method Fiederkorb? Ganz einfach, und zwar wird da der Köder direkt in das Futter gelegt und ich habe einen kleinen Futterhügel, in dem mein Hakenköder liegt. Benedikt hat es jetzt noch mit der normalen Fiedermontage versucht. Er hat da einen Futterkorb dran, ein 50-60 cm langes Vorfach, und da hat er jetzt den Vor- oder den Nachteil, wie man es nehmen möchte, dass sein Köder außerhalb vom Futterplatz liegt. Heißt, sein Futterkorb liegt weiter vorne mit dem Futter und sein Köder liegt nicht direkt im Futter. Ich habe mir jetzt eben gedacht, die Fische bewegen sich bei diesen Wassertemperaturen nicht viel, sind froh, wenn sie quasi alles auf einer Stelle machen können, ohne sich viel zu bewegen. Deswegen habe ich meinen Haken direkt im Futter platziert. Sie können das Futter aufnehmen und gleichzeitig meinen Köder. Das hat jetzt funktioniert. Jetzt nochmal schnell neues Futter auf den Korb, den Haken drücken und raus. Ich habe auch ein Rotauge. Jawohl. So, endlich hat es bei mir auch geklappt. Ein schönes Rotauge. Hier sieht man noch meinen Haken mit Köder. Ja, wir freuen uns zu einem zweiten Fisch. So langsam wird es einfach viel zu kalt. Die Sonne ist jetzt auch weg. Es ist erst kurz nach 5, aber der Tag neigt sich für uns dem Ende. Das soll es jedoch nicht gewesen sein von dem Video. Heute wollten wir eigentlich nur mal antesten, wie es läuft. Es lief gut für die Bedingungen, die wir hatten. Wir waren jetzt knapp eine Stunde angeln, haben 2 Fische rausbekommen, hatten noch mehrere Bisse. Morgen früh geht es für uns nochmal los, hier an die Stelle. Wir haben jetzt noch minimal Futter rausgebracht und dann schauen wir mal, ob morgen mehr geht.
Die Uhr schlägt gerade 11. Wir sind wirklich froh, dass wir uns heute Morgen keinen Wecker gestellt haben. Wir haben etwas länger geschlafen, noch ausgiebig gefrühstückt, uns mit einem Tee und einem Kaffee gewärmt, weil wir schon gesehen haben, dass es sehr kalt war. Heute Morgen waren wir noch schnell im Angelladen, haben Maden und Würmer gekauft, weil wir gedacht haben, damit können wir jetzt heute noch ein paar mehr Fische fangen. Gestern war es ja nur mal zum Antesten. Heute wollen wir wirklich fiedern und effektiv angeln. Und wie gesagt, wir sind froh, wir haben uns keinen Wecker gestellt. Wir sind am See angekommen und es war einfach eine Eisschicht drüber. Alles war noch gefroren. Die gesamten Uferpflanzen waren noch mit Eis überzogen. Es war einfach wirklich ein super schöner Anblick. Aber zum Angeln war es eben noch nicht so weit, weil der See eben noch zugefroren ist. So langsam bilden sich kleinere Pools, die wieder auftauen. Die versuchen wir jetzt vorerst mal anzuwerfen und da die kleinen Fische dann eben rauszudrillen. Jetzt geht die Sonne aber wie gesagt nach oben. Es ist schon 11 Uhr und dann hoffen wir, dass wir jetzt demnächst den ersten Fisch fangen. Um den ersten Fisch zu fangen, habe ich jetzt hier meinen Method Feederkorb vorbereitet. Ich habe jetzt hier eben diesen Method Feederkorb mit Futter gefüllt, heute mit Groundbait und Liquid verfeinert und meinen Hakenköder, in dem Fall die Maden aus dem Angelladen, frisch von heute Morgen, oben einfach reingedrückt. Der kommt jetzt auf den Platz und da bin ich gespannt, ob hier ein Fisch vorbeikommt und sich die einzelnen Maden rauspickt. Ich zeige euch kurz meine Montage. Ich fische hier ein kleines Anti-Tangle-Boom, das frei auf der Schnur rumgleitet. Jetzt habe ich noch eine kleine Plastikperle, geht auch Gummi, wo mein Knoten schützt, da mein Wirbel, mein Vorfach. Das Anti-Tangle-Boom hänge ich dann je nachdem meinen Feederkorb oder mein Blei ein. Und dadurch habe ich immer die Garantie, dass der Fisch frei an der Schnur ziehen kann, ohne dass was blockiert. Dass der Winter keine Jahreszeit ist für viele Fische und viele Bisse, das war uns beiden klar. Ja. Doch dass heute Morgen der See zugefroren ist, das macht es jetzt nicht wirklich einfacher. Die Wassertemperatur ist richtig abgekühlt. Wie gesagt, der See war gefroren und eigentlich ist es auch ziemlich schwierig, Fische zu finden jetzt bei den Temperaturen. Ja, wir haben jetzt mal noch geguckt an dem Spot, wo wir gestern schon zwei Fische gefangen haben. Haben jetzt da noch mal ein bisschen gefüttert gestern Abend, aber es ging gar nichts. Jetzt reißt das Eis reißt langsam auf und wir machen gleich noch einen Spotwechsel. Und vielleicht haben wir dann da mehr Glück. Aber momentan müssen wir uns über jeden einzelnen Fisch wirklich freuen. Genau, im Sommer ist das Ganze ein bisschen einfacher, gerade beim Fiedern. Da sieht man immer wieder kleine Fische an der Oberfläche. Man sieht einfach so viel mehr Aktivität. Und jetzt im Winter ist das Ganze alles langsamer, es ist einfach alles tiefer, es ist einfach alles runtergefahren. Und von dem her ist es wirklich schwer, die Fische dann auch zu finden, zu orten. Und wir wissen jetzt auch gar nicht, ob Fische bei uns am Platz sind. Wir haben jetzt bis jetzt noch keinen wirklichen Zupfer gehabt, ganz kurz am Anfang mal ein bisschen Aktion, aber hat es schon wieder deutlich nachgelassen. Deswegen peilen wir auch einen Spotwechsel an, einfach noch ein bisschen in eine andere Zone von dem See, um einfach zu schauen, ob die Fische sich vielleicht dort aufhalten.
Wir haben jetzt, wie gesagt, die Stelle gewechselt. Wir haben hier den Vorteil, dass die Sonne dieses Ufer hier viel länger behält und auch erwärmt. Das Wasser ist jetzt auch nicht ganz so tief. Wir haben einfach darauf gepokert, dass die Sonne jetzt das Wasser hier erwärmt. Und jetzt sind wir eben hier, haben schon den ersten Biss gehabt. Deswegen will ich jetzt nicht weiter reden. Ich will jetzt die Route nochmal rausbringen. Wir müssen nochmal einen Fisch fangen. Jawohl. Jetzt hat es auch noch geklappt. Kleines Rotauge. Auf Maden gebissen, nachdem wir massenweise Fehlbisse hatten. Jetzt kommen, versorgen wir das schnell. Dann fischen wir weiter, gell? Ja. Jawohl, zweiter Fisch heute für mich, insgesamt auch zweiter Fisch, schönes Winterrotauge, man sieht, richtig schön silber, blasse Flossen, das ist uns im Winter, scheinbar haben wir es jetzt gefunden, mal schauen, ob er ohne erst noch einen bekommt und schnell wieder Köder ins Wasser, damit wir noch weiterfangen können. So, noch ein kleiner Tipp für den Winter, wie ich jetzt auch gerade die beiden Fische gefangen habe, ihr kennt ja die ganz normalen lebenden Maden, aber die sind oftmals im Winter dann zu aktiv für die Fische, dann legt man sie einfach auf die Jeanshose und rollt mit der Hand drüber. Nicht zu viel Druck, aber auch nicht zu wenig. Dann schaut man, dann ziehen sie sich oftmals noch ein bisschen zusammen und durch die Reibung sterben die Stück für Stück ab. Und dann habe ich einen langen Köder, der keine große Aktion bringt, wo der Fisch einfach nur noch einsammeln muss. Auch die Method-Methode hat nochmal zugeschlagen. Der nächste Winterfisch lässt sich jetzt blicken. Super schön, hat funktioniert. Die 18er Haken und die toten Maden haben jetzt tatsächlich auch mir einen Fisch gebracht. Wunderbar, das ist eine tolle Größe zum Hechtangeln. Jawohl, guck mal, Alter. So gegen Abend werden die Fische aktiver und kleiner, aber wir haben uns den nächsten Fisch fangen können. Sehr schön. In der dicken Wintermontur nochmal hier kurz ein kleiner Tipp von mir. Wie gesagt, ich fische hier meinen Method Feederkorb. Ich knete hier den Teig einfach ein bisschen drumherum und positioniere mein Vorfach mit dem Haken immer mittig auf dem Futterhaufen. So werfe ich die ganze Sache raus, bevor es auf der Wasseroberfläche aufkommt. Bremse ich das Ganze nochmal, dass sich das Ganze ein bisschen streckt und im besten Fall dann auf dem Wasser aufkommt und das Bleigewicht mein Futterhaufen so nach unten zieht. Wenn dann eine gewisse Zeit nichts ging, das muss man immer darauf abhängig machen, ob jetzt die ganze Zeit was ging oder eben nicht, dann ziehe ich immer wieder ein bisschen meinen Futterkorb nach, also ich spanne dann quasi ein bisschen nach und dann wandert der Köder direkt in das sich bereits gelöste Futter. Und wie es aussieht, hat Benedikt gerade den nächsten Fisch und da schauen wir jetzt mal nach, was er da fängt. So, nochmal ein schönes Winterrotauge. Diesmal aber nicht auf Maden, sondern auf Dendrobena, sieht man noch ganz schön. Jetzt einfach mal umgestellt, habe einen kleinen Dendrobena dran gemacht und eine Made. Und eigentlich hatte ich die Hoffnung mit dem Dendrobena auf einen großen Fisch. Wir haben jetzt immer quasi einen Spot angeworfen. Also wir haben gesagt, wir legen beide Routen auf einem Platz, weil wir gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn, hier große Futter Plätze anzulegen, vor allem dann noch zwei verschiedene. Wir sind froh genug, wenn wir aus einem Schwarm mehrere abgreifen können. Und wir haben es jetzt auch teilweise so gemacht, dass wir gar nicht mehr die Futterkörbe gefüllt haben, weil wir gedacht haben, es ist schon viel zu viel Futter auf dem Platz. Deswegen haben wir gesagt, okay, Fiederkörbe, Futterkörbe werden ohne Futter rausgeworfen und nur mit der einzelnen Made dann eben die einzelnen Fische abgegriffen. Das hat auch gut funktioniert. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, und jetzt bleiben wir noch ein paar Stündchen, wobei es schon wieder richtig kalt wird. Wir haben eigentlich jetzt alle Klamotten an, die wir dabei haben. Wir reiben uns schon die ganze Zeit die Hände, ihr seht's. Und bevor die Sonne dann komplett verschwindet, bauen wir ab. Aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden und es wird bestimmt noch der eine oder andere Fisch gehen. Und wenn nicht, sind wir trotzdem guter Dinge. Auf was ihr auch noch achten solltet im Winter, nicht zu viel füttern. Die Fische fressen nicht besonders viel. Und wenn ihr dann ein großes Futter reinbringt mit Pellets oder mit Mais, dann sind wir garantiert gut. Und Jonas hat einen Fisch. Morgen, besserer Fisch, wie es aussieht.
mal, nein, jetzt hängt. Ah, jetzt gucken wir doch mal. Gut, viel besser ist der Fisch nicht, aber wie gesagt, ich freue mich umso mehr, dass es klappt. Wir haben jetzt hier mit dem 18er Haken und den toten Maden tatsächlich noch Fische überlisten können. Ich glaube, das mit den toten Maden ist tatsächlich ein Geheimtipp. Habe ich auch nicht gewusst, dass das im Winter besser fangen soll, aber hier ist der nächste Beweis, dass es tatsächlich was ausmacht. Der Platzwechsel war echt Gold wert, hat einiges gebracht, hat uns noch schöne Fische beschert. Jetzt sorgen wir den, fischen weiter, weil auf der anderen Route hat es gerade auch schon wieder gebissen. Und dann hoffen wir noch, dass wir noch ein bisschen was fangen, gell? Wieder auf den Probener. Meine Hände sind schon kalt. Wir machen es echt nicht mehr lang. Es wird langsam schon wieder dunkel. Die Tage im Winter sind leider echt kurz. Genau. Schöner Fisch. So, jetzt der letzte Fisch für den Tag. Es wird echt kalt. Wir hauen jetzt ab, packen jetzt zusammen und dann sehen wir uns wahrscheinlich bald mal wieder. Unsere kleine winterliche Fiedertour neigt sich dem Ende. Wir können wirklich zufrieden sein. Es lief wunderbar. Leider konnten wir nur Rotfedern und Rotaugen fangen. Aber im Groben und Ganzen können wir eigentlich sagen, bei den Temperaturen, bei den Umständen, bei der Wassertemperatur, heute Morgen noch mit gefrorenem Wasser, sind wir, wie gesagt, mehr als zufrieden. Wir haben die Route noch kurz drin, wollen uns trotzdem schon mal verabschieden. Das nächste Mal gehen wir wahrscheinlich entweder mit den gefangenen Fischen auf Hecht mit der Pose. Vielleicht ist da auch wieder Nico dabei. Ich war jetzt eben heute mit dem Bruder meiner Freundin unterwegs. Nicht, dass er euch hier wundert. Und von dem her würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier. Genau. Noch 2-3 Minuten. Ja. Und dann geht's wieder nach Hause und uns erstmal wärmen mit einem Tee, Kaffee oder mit einem warmen Kakao. Bis dahin, Petri heil, ciao und macht's gut. Adee.